Dann können wir ja beginnen mit dieser Weihnachtsfolge, die es ja heute gibt. Mit einem weihnachtlichen Thema, einer Predigt, Ja. einer Weihnachtspredigt von Meister Eckhart. Der ist uns ja sicher schon mal über den Weg gelaufen im Podcast, wenigstens in der Form, dass ich ganz gerne mal irgendwie auf ihn zu sprechen komme. So gerade aus der Überlegung der Timeline heraus tatsächlich glaube ich noch, so auf jeden Fall. Wird er dann noch in einer der kommenden Folgen auch mal genannt werden von einem der Autoren, mit dem wir uns da beschäftigen. Aber die Folge ist noch im Schnitt und wird dann nach Weihnachten erscheinen. Aber heute dann erstmal zu Meister Eckhart. Ja, und wie üblich, also so halb wie üblich, also wie üblich, kurz die biografischen Eckdaten zum Autoren. Bisschen unüblich mache ich das heute mal, sonst Aber es ist ja auch schon ist es auch schon vorgekommen vorgekommen, aber oder wird zumindest vorkommen in noch zu schneidenden Folgen. ja, und ja, bei dem Abriss hier vielleicht auch noch mal so als kleine Vorwarnung, teils ist sich da, soweit ich informiert bin, die Forschung selbst nicht immer ganz einig darüber, aufs Jahr genau, wann jetzt was passiert ist und teilweise auch, welche Funktion Eckhart tatsächlich in bestimmten Zeitabschnitten vielleicht inne gehabt hat, so in der Ordenshierarchie der Dominikaner und welche Tätigkeiten er wann wo ausgeübt hat. Also das ist jetzt, erhebt jetzt hier keinen Anspruch irgendwie sehr im Detail mediavistisch präzise zu sein, was ich sage. Das soll einfach vielleicht mal eine grobe Einordnung geben, wie sich sein Leben so gestaltet hat, was er so für jemand war. Abseits seiner Texte, in die wir dir dann ja auch einsteigen mit der Weihnachtspredigt. Also geboren wurde Eckhart so ums Jahr 1260 im heutigen Gotha, also in Thüringen. 1260, so spätes Hochmittelalter, würde ich sagen, oder vielleicht schon Spätmittelalter. Ja, so an der Grenze kann man An der mal sagen. Grenze. Vermutlich als Sohn eines Ritters. Auch da ist die Datenlage nicht ganz eindeutig. Was man auf jeden Fall weiß, dass er so im Alter von 15 Jahren in Erfurt dann den Dominikanern beitritt und da zunächst mal, also in Erfurt und ja, da seine Grundausbildung auch erhält und dann das Studium Generales in Köln absolviert, dann ist er so von 1293, 94 rum erstmal an der Universität in Paris, die ja so mit einer der bedeutendsten Bildungsstätten dieser Zeit war. Und promoviert 1302 als Magister der Theologie. Magister dann zu Deutsch Meister, daher auch der Name, unter dem man ihn ja kennt, Meister Eckhart. Ja, ich würde das auch eigentlich begrüßenswert finden, wenn man heutzutage Ja. diesen Nenn- oder Ruftitel erwerben Ja, dann würde. könnten wir uns ja beide Meister als bezeichnen. Meister bezeichnen, ja. Gut, dem Handwerk ist das noch irgendwie so ein bisschen übergeblieben, wobei auch ein bisschen seltsam, dass das
Ja. Hm. Ja, schade, dass es das so nicht mehr gibt. Gut, dann kurz nach seiner Promotion eben wird er auch schon, erhält er seinen relativ wichtigen politischen Posten innerhalb der Dominikaner als Provinzial der Ordensprovinz Saxonia und hat dann da so die Verwaltung von um die 50 Klöstern, von um die 50 Klöstern unter sich. Ja, und macht dann eigentlich auch so in den darauffolgenden Jahren so ein wenig politische Karriere innerhalb des Ordens. Das, im Detail will ich da jetzt gar nicht groß drauf eingehen. So in den Jahren von 1313 bis 1324 ist er dann in Straßburg, was, glaube ich, auch so in der Eckhart-Forschung als irgendwie das Straßburger Jahrzehnt oder so bezeichnet wird. Also in der Einordnung ist da wohl nachweislich größtenteils mit der Seelsorge für Frauenklöster betraut. Und kehrt dann, je nachdem, welchen Quellen man da folgen möchte, so ums Jahr 1323, 24 nach Köln zurück und ist da dann größtenteils tätig als Prediger, wobei man auch davon ausgeht, dass er da auch Lehre gemacht hat, also unterrichtet hat direkt. So genau weiß man das nicht. Aber ja, kurz darauf, auf seine Zeit als Prediger, wird er dann der Häresie angeklagt von zwei Ordensbrüdern. Und dieser Prozess verläuft zunächst einigermaßen schleppend, weil Eckart ja durchaus, wie schon gesagt, auch relativ politisch gut etabliert war im Dominikanerorden und auch sehr beliebt, so in der Basis würde man heute vielleicht sagen. Und auch diese beiden initialen Ankläger wohl auch sich dann als einigermaßen dubiose Gestalten, so aus theologischer und Ordenssicht herausgestellt haben, aber nichtsdestoweniger läuft dieser Prozess an und ja, irgendwie will man sich da auf nichts so recht festlegen und überantwortet das dann dem Papst. Ich glaube, ein Teil des Problems war ja wohl sogar auch, dass es gar nicht recht bis dahin so einen Präzedenzfall gab, dass jemand, der in der Ja. Ordenshierarchie oder als Theologe so hochgestellt war, überhaupt der Häresie Ja. angeklagt wurde. Also man wusste gar nicht, wie man damit umgehen soll. Ja, genau, und so ein bisschen, wie man das im Behördentum tut, man übergibt dann mal die Verantwortung an die nächsthöhere Stelle, was in dem Fall der Papst war, der sich zu der Zeit ja in Avignon befand. Gut, das ist sein ganz eigener Film darauf. Braucht man jetzt, glaube ich, nicht im Detail eingehen. Ja, Eckart da schon mal im Vorlauf so ein mehr oder weniger so eine Schrift abfasst und veröffentlichen lässt, in der er auch sagt, dass er dann, sollte er da irgendwelche Irrlehren verbreitet haben, sich natürlich dem Urteil des Papstes unterwirft und das halt sozusagen keine Absicht war, was so der advokatische Winkelzug war, dass er dann nicht als heretische Person angeklagt werden konnte, sondern allenfalls seine Lehren als heretisch, was so mehr oder weniger das größte Übel von ihm abwenden hätte können, sollte es dann zu einer Verurteilung kommen, weil er dann halt nicht als Person heretisch, also kein Heretiker ist, weil
so die gängige Meinung oder die wie das funktioniert hat, um Heretiker zu sein, muss man das wollen. Und wenn man vorher schon sagt, man widerruft seine Häresien, sollten die sich als solche herausstellen, dann kann man das ja gar nicht gewollt haben. Und dann ist das alles nicht ganz so schlimm. Also ging es dann in dem Prozess in Avignon größtenteils noch darum, ob seine Lehrmeinungen zu verdammen seien oder nicht und gar nicht mehr unbedingt um ihn als Person. Und ja, Eckart ist dann auch in Avignon in der Zeit, also um 1327, vermutlich weil er im Rahmen des Prozesses dann für Befragung und so weiter zur Verfügung stehen soll. Und stirbt aber auch irgendwann zwischen Mitte des Jahres 1327 und 28 eben dort, noch vor Verkündung des abschließenden Urteils. Und ja, im Nachgang werden dann aber, glaube ich, 28 dieser Lehrsätze, die da als heresieverdächtig oder die da zur Debatte standen in der Anklage, als teils heretisch verurteilt und teils heresieverdächtig, was das im Einzelnen für einen juristischen Unterschied da machte, weiß ich gar nicht genau. Also, ach, einige davon, ich glaube 11 oder so, sind auf jeden Fall als heretisch vom Papst verdammt und der Rest mehr so als etwas bedenklich eingestuft. Ja, das vielleicht ganz kurz zur Biografie, vielleicht noch so ein bisschen drumrum. Eckhart hat viele Predigten, also so, es gibt ein lateinisches Werk, was dann größtenteils irgendwelche theologischen Schriften sind, wie man sich das eigentlich so vorstellt, aber es gibt eben auch einen recht großen Korpus an volkssprachlichen Predigten, also Deutschen, die überliefert sind und vielleicht auch sehr bekannt, dieses Buch der göttlichen Tröstung, was er auch auf Deutsch verfasst hat, was er im Auftrag der Königin, der damaligen Königin von Ungarn geschrieben hat. Also vielleicht auch noch mal so ein ja, ganz guter, um einzuordnen, welchen Stellenwert er da als Geistlicher wirklich hatte, wenn die Königin von Ungarn in Auftrag gibt, dass man für sie sowas verfassen soll. Ja. Vielleicht noch zwei Randnotizen irgendwie ganz interessant finde. So das Wort der Gelassenheit, was man ja kennt im Deutschen, auch als sein Konzept. Also das geht zum Beispiel auf Eckart zurück und auf seine Philosophie. Auch der Begriff der Abgeschiedenheit. Also durchaus auch prägend für die philosophische Sprache im Deutschen und dann ja, auch für viele andere Philosophen im Nachgang. Ich glaube, also Hegel hat ja mal gemeint, dass Eckart so einer der wenigen Denker war, die ihn verstanden hätten, wenn sie dann Zeitgenossen gewesen wären. Ja. Ich weiß nicht, willst du an der Stelle noch irgendwas direkt ergänzen zu? Naja, insgesamt ist ja diese ganze zeitgenössische, aber dann auch spätere Rezeptionsgeschichte von Meister Eckhart fast eine eigene Folge wert. Aber ich fand auch recht interessant, dass also nach seinem Ableben dadurch, dass er vorher sich ja pauschal von seinen potenziellen Irrlehren distanziert hat, oder ich glaube sogar noch so ein bisschen salomonischer von eventuell heretischen Fehlinterpretationen seiner Lehren, dann durch den Heiligen Stuhl festgestellt wurde, dass eben diese 28 Sätze heretisch oder heresieverdächtig sind. Aber gewissermaßen man das damit hat Genüge sein lassen und gesagt hat, dass ja in der Tat Eckhart nicht selbst heretisch
war, aber seiner Rezeption in der mittelalterlichen Scholastik darunter ja schon stark gelitten hat. Also es hat ihm dann seine Salonfähigkeit gekostet. Ja, das stimmt. Und vielleicht auch noch mal so eine ganz witzige Randnotiz. So ziemlich zeitgleich mit dem Inquisitionsprozess zu Eckart lief ja auch der von Wilhelm von Ockham. Und der wurde ja auch befragt, was er denn von diesem Meister Eckart halten würde. Und da hat er wohl so sinngemäß drauf geantwortet, der sei kein Heretiker, sondern schlichtweg einfach verrückt. Ja. Ja. Und bisher in jüngerer Zeit, ich meine auch, dass tatsächlich vor gar nicht so langer Zeit mal jemand beim Vatikan angefragt hat, ob man Meister Eckhart nicht rehabilitieren Ja. wolle, worauf die Antwort auch war, ja, man habe Meister Eckhart ja überhaupt nicht als Heretiker verurteilt, sondern, also genau im Prinzip noch die mittelalterliche Formel, sondern dass der habe nur bestimmte Irrlehren verbreitet, aber so insgesamt, ja, Ja. deshalb auch keine Rehabilitation nötig. Ja. Ja, und ich weiß gar nicht, ob es so auf lange Sicht seinem Ansehen dann so sehr geschadet hat oder ob das nicht vielleicht sogar so ein bisschen den Teil des Charmes von Meister Eckhart ausmacht, dass er da so ein bisschen Underdog-mäßig unterwegs ist, ja fast schon. Ja. Ja, es haben sich dann, also es haben sich ja verschiedenste Leute auf oder gegen ihn berufen im Laufe der Zeit, Ja. bis hin, dass er dann teilweise von gewissen Marxisten ja positiv rezipiert wurde, im Sinne von sein Denken sei quasi pantheistisch und damit so ein potenzieller Brückenschlag zum historischen Materialismus und solche Geschichten. Ja, Also das da hat ist er viel dann, ja, das hat er dann vermutlich Abenteuerliches. damit gemeint, dass er sich gegen heretische Interpretationen seiner Lehren verwehrt, aber Das war recht weitsichtig. ja, und einer dieser, vielleicht um das mal als Hinleitung zu unserem heutigen Text zu nehmen, eine dieser als eindeutig heretisch verurteilten Lehren bei ihm, also jetzt ohne das im Wortlaut wiedergeben zu können, aber es ist ja diese Grundidee, die es bei ihm immer wieder gibt, der direkten Sohnschaft oder Kindschaft des Menschen von Gottes, die bei ihm tatsächlich als so eine Identität gedacht wird. Also die Einheit von Mensch und Gott. Ja. Das ist natürlich wirklich eine recht irgendwie vorausgreifende Sache, denn es gibt, wie ich auch gelesen habe, hat die evangelische Kirche einen Gedenktag für Ja. Meister Eckhart. Ja, und damit kommen wir vielleicht direkt schon in den Text hinein, denn der Anlass ist ja durchaus auch ein besonderer Tag, nämlich der Weihnachtstag. Und diese Predigt mit der Nummer 102, also es gibt ja immer irgendwie verschiedene Zählweisen. Das ist jetzt hier nach der, ich muss kurz schauen, Gesamtauswerke, deutsch- und lateinische Werke, deutsche Werke, Band 4, 1 und 2, rausgegeben von Georg Stehr oder Stehr. Stuttgart 2003. Und das ist, ich glaube, ein Zyklus von drei oder vier Predigten zum Heiligen Abend. Und ja, also es ist eine Weihnachtspredigt von Meister Eckhart. Und
Es geht dazu passend um die Geburt Jesu oder die damit die Geburt Gottes. Und Ausgangspunkt ist bei ihm ja, dass eine Stelle aus dem Matthäusevangelium, eine recht bekannte, er zitiert daraus einen Satz, und zwar, wo ist der neugeborene König der Juden? Ich dachte, dass man passend dazu vielleicht für den Kontext mal drumherum vielleicht die Bibelstelle liest. Ja, tu das ruhig. Das ist ja immer so ein spannendes Ding. Also, wer vielleicht schon mal die eine oder andere Predigt von Meister Eckhart gelesen hat, der weiß natürlich, dass man sich das eigentlich sparen kann. Aber vielleicht Meister Eckhart Neulinge da mal, den mal zu zeigen, wie da der Hase läuft, dass das eine ganz gute Idee ist, sich mal anzugucken, wo das herkommt und wo das hingeht. Na, also die kurze Stelle, die er quasi wiedergibt, ist also aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 2, Vers 2. Und wenn man hier das Kapitel 2 liest, ist das, als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Ja, also die recht bekannte Bibelstelle. Und das ist ja dann die Stelle, die sich Meister Eckhart hier auch ein wenig vorlegt. Wo ist der neugeborene König? Und natürlich kommt prompt die Antwort. Nun gebt Acht, wo diese Geburt geschieht. Wo ist, der geboren ist? Ich wiederhole, was ich schon öfter gesagt habe. Diese Geburt geschieht in der Seele, in genau derselben Weise, wie sie in der Ewigkeit geschieht. Nicht mehr und nicht weniger, denn es ist nur eine Geburt. Und diese Geburt geschieht im Wesen und im Grunde der Seele. Womit wir uns mit rasender Geschwindigkeit aus dem Stall in Bethlehem wieder entfernt haben. Ja, also dem wird hier dann zumindest alsbald eine recht spezielle Interpretation übergeholfen, kann man sagen. Ja. Also im Grunde der Seele, das ist ja auch im Prinzip eine Grundbegrifflichkeit bei Meister Eckhart Naja, dann. der Seelengrund, ja. Also insgesamt ist dieser Text, finde ich, ganz schön für so das vieles, worum es sich in zumindest dem, was ich aus den deutschen Predigten kenne, nämlich der Frage, wie kommen Gott und Mensch zusammen? Darum geht es hier halt auch. Und da ist halt so ein ganz zentrales Vehikel, wie du eben schon meintest, ja, diese eigentümliche Konstruktion des Seelengrunds, die es bei Meister Eckhart gibt. Und ja, ich weiß nicht, wie wollen wir jetzt weiter mit dem Text vorgehen? Wollen wir uns da, der funktioniert ja ganz schön, indem Eckhart dann immer Er hangelt sich so durch verschiedene Fragen er durch. hangelt sich durch verschiedene Fragen durch. Das könnten wir ja eigentlich auch machen. Können ihm da ja mal folgen. Auf eigene Gefahr. Und seine erste Frage ist ja davon ausgehend, dass er sagt, da Gott in allen Dingen nach Weise der Vernunft ist, und da er den Dingen innerlicher und natürlicher ist, als die Dinge sich selbst sind, welche besondere Eigenschaft hat denn die Seele bei diesem Wirken Gottes, den anderen vernünftigen Geschöpfen voraus, in denen Gott auch ist? Also was fragt er da eigentlich?
Also erstmal ja durchaus interessant, so mit dieser Feststellung, Gott ist in allen Dingen nach der Weise der Vernunft. Also man kann aber schon sagen, dass er dieses in der Scholastik verbreitete Gottesbild hat, dass Gott zugeschrieben wird, ja, wie auch immer, vollständig vernünftig zu sein oder vielleicht die Quelle der Vernunft oder so ein vernünftig ordnendes Prinzip. Das zumindest widerspricht er dem nirgendwo so richtig und ich denke, das kann man schon machen. Aber die eigentliche Frage, die er dann stellt, ist ja, wenn man das zusammendenkt damit, dass Gott ja auch, würde ich mal sagen, also mit so ein paar dieser klassischen Gotteseigenschaften ausgestattet ist, allmächtig zu sein und allwissend und allgegenwärtig, dann herrscht ja seine vernünftige Ordnung in allen Dingen vor. Und was ist dann das Besondere an der Seele so in der Gesamtschöpfung? Ja. So würde ich ihn hier verstehen. Ja, wobei ich nicht weiß, ob du ihn da schon, also nicht hier unbedingt, aber ich glaube, dass er das tatsächlich auch schon viel pantheistischer und viel panentheistischer meint, als nur dieses reine, dass sozusagen Gottes Vernunftgesetze die Gesetze der Welt sind. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dass so ein bisschen in meiner Lesart da oft das eine sehr in das andere übergeht, Okay. beziehungsweise man sich irgendwann fragen muss, ob man da einen vernünftigen Unterschied machen kann. Das finde ich, ja, das ist ein guter Punkt auf jeden Fall und vielleicht auch eine ganz sinnvolle Art und Weise, überhaupt diesen Panentheismus zu denken. Ich glaube nur, zumindest aus seiner Zeit heraus und so insgesamt ist er da schon. Ist das auch schon erstmal so die Nummer, dass er überhaupt so. Er denkt sehr Gott und Welt in eins. Also das Ja. hat viel dann auch mit dem zu tun, wie bei Meister Eckhart so die Schöpfung funktioniert. Aber ja, das können wir ja, das ist in dem Text gar nicht so präsent. Das ist vermutlich mehr so das, was bei mir im Hintergrund mitschwingt. Aber genau, an der Stelle halt vielmehr die Frage, also wie ist das denn jetzt? Warum hat denn die Seele da so eine herausgehobene Stellung nochmal? Und vielleicht kann man dann aber da auch mal noch mal klären. Also er sagt, was hat die Seele den anderen vernünftigen Geschöpfen voraus? Ja. Also wie würdest du das verstehen, was er hier mit vernünftigen Geschöpfen meint? Hier hätte ich so verstanden, dass Geschöpf wirklich alles ist, was geschaffen ist. Man denkt ja bei Ja, ja, Geschöpf ja, oft ja, an ja. Lebewesen oder sowas in der Art. Und hier würde ich sagen, vernünftige Geschöpfe meint eben nicht irgendwelche Wesen, die mit Vernunft begabt sind selbst, sondern Schöpfungen, die vernünftig sind, weil sie eben von einem vernünftigen Gott geschaffen sind. Ja, genau, Also also wäre auch die. ein Stein ein vernünftiges Geschöpf. Genau, der original mittelhochdeutsche Text sagt ja auch Kreaturen oder Kreatüren. Und das meint genau das, was du gesagt hast, also dem, was geschaffen ist. Ja. Also den gemachten Dingen sozusagen. Ja, und er gibt ja dann auch relativ prompt die Antwort auf diese Frage. Und die ist ja irgendwie, dass die Geschöpfe sind nur Spuren Gottes, aber die Seele ist ihrer Natur nach Gott gebildet. Und deswegen ist der dort gebärend, wie er sagt.
Und ich fürchte, hier kann man sich jetzt schon an vielem ziemlich aufhängen, was wir eben ja ein wenig umschiffen wollten. In welchem Sinne und ob das pantheistisch ist, indem er, also da sprach für mich, zumindest im Sinne, wie ich es verstehen würde, die Formulierung etwas gegen, dass alle Kreaturen oder Geschöpfe Spuren Gottes sind. Eine Spur ist ja eigentlich nicht das Ding selbst, das sie hinterlässt. Ja, das stimmt. Ja, tatsächlich würde ich auch sagen, hier in diesem Text ist das schwer rauszuarbeiten. Das ist ja auch bei ihm durchaus so, dass man immer das Gefühl hat, wenn man seine Predigten insbesondere liest, er hat so einen Kern, auf den will er hinaus, und er kommt da aber in verschiedenen Texten auf verschiedene Weisen hin. Und also so ein klassischer Eckhart-Move, der ja jetzt auch nicht komplett untypisch ist für die mittelalterlich scholastische Theologie, ist, dass er halt so einen, oder überhaupt so für die Bibel Exegese, er nimmt sich halt dieses Bibelzitat, wo es halt um die Könige aus dem Morgenland geht, die halt kommen, um Jesus nach seiner Geburt zu beschenken, und dann geht's halt los mit dem Seelengrund und so weiter. Also er nimmt das mehr so zum Anlass, um über das zu reden, worüber er jetzt eigentlich mal reden möchte. Und Das machen ja sogar manchmal viel mainstreamigere Leute wie ja. Thomas von Aquin. Ja. Und aber auf so einer anderen Ebene hast du das, finde ich, bei ihm auch häufiger, dass er so teils gängige Lehrmeinungen, teilweise auch einfach so Formulierungen, wie sie vielleicht üblich waren und auch der Hörerschaft, an die er sich richtet, geläufig, dass er die als Vehikel benutzt, um einem jetzt mal das zu erklären, worum es ihm geht. Und ich glaube, in dem Kontext hier ist ihm das gar nicht so, also wichtig, wie das mit der Schöpfung ist und so weiter. Also mit der klassischen Schöpfung von Welt und so. Und deswegen würde ich da zumindest für die Eckhart Rezeption jetzt nicht so viel in diesen Satz reinlesen, sondern das ist, glaube ich, so eine relativ geläufige Formulierung, das so als Spur des Geschöpfs. Oder zumindest in Analogie, wenn es ja auch gleich um die Gottesähnlichkeit geht, gibt es ja diese Rede davon, dass wenn gefragt wurde, ja, inwiefern ist denn der Mensch Gott ähnlich, dass das halt ist wie sein Stempelabdruck, der aber abgerutscht ist und seine undeutliche Spur hinterlassen hat, und deswegen der Mensch im Gegensatz zu Gott mit seinen Vollkommenheitseigenschaften unvollkommen ist und trotzdem ihm ähnlich. Ja, also möglicherweise, das ist natürlich auch ein bisschen wiederum dann sehr speziell die Frage der Interpretation, auch vielleicht der Interpretation, die man möchte oder mit der man herangeht, was sind zentrale Stellen, Ja, klar. was sind nur Heranführungen. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass solche Fragen wie der Blickwinkel, unter dem wir das gerade sehen, vielleicht allgemein noch nicht sowas war, was für ihn in seiner Vorstellungswelt so eine zentrale Trennlinie war. Ja. Ja. Aber jedenfalls
Wo waren wir eigentlich? Genau. Gott ist zumindest mit seiner Wirkmacht in allen Dingen, aber Ja, das nur in der sagt. Seele ist er gebärend. Genau. Da ist er irgendwie auf diese spezielle gebärende Weise, was auch immer das im Einzelnen dann bedeuten mag. Was eigentlich ja fast dann das große Mysterium des Textes, würde ich sagen. Ja, genau. Und hier aber auch nochmal, was ich ganz spannend finde, dass die Seele ihrer Natur nach Gott gebildet ist. Das ist im Prinzip auch fast sowas wie so ein besonderer Spin auf die Gottesebenbildlichkeit, Ja, würde ich sagen. genau. Das war auch so ein bisschen das, auf das ich hinaus wollte. Also, dass ich das ganz spannend finde, dass er diese Ebenbildlichkeit ja hier als Sprungbrett zu benutzen scheint und die dann aber auf einen speziellen Aspekt des Menschen nur anwendet, also die Seele. Und gerade nicht das äußere Bild oder Ja, so. genau. Also das ist. Da, wo die Gleichheit zu Gott zu finden ist, ist halt dieser Seelenaspekt. Und Das finde ich auch so, um mich da mal aus dem Fenster zu lehnen, ja erstmal sehr plausibel. ja. Denn sowas wie ja gerade so ein Gottesbild oft karikiert wird, ist so, es gibt den Mann in den Wolken, Ja. was ja auf sowas abhebt wie ja, das ist die Ebenbildlichkeit, dass Gott irgendwie wie der Mensch aussieht. Was ja, also deshalb auch so gern satirisch verwendet wird, weil das so albern eigentlich ist, sobald man da kurz drüber nachdenkt. Also ist das, was er hier macht, eigentlich erstmal sehr nachvollziehbar. Und im Prinzip zu bestimmten Aspekten der christlichen Religion ja auch sehr passend. Ich meine, nicht umsonst gibt es ja eigentlich so ein gewisses Verbot von Gottesdarstellungen und von Bilderverehrung und solchen Geschichten. Das gibt es ja eigentlich in jeder größeren Religion. Ja. Hier dann natürlich auch, aber noch mal mit dem spannenden Twist wiederum, dass ja aber im Christentum gerade das sich dadurch auszeichnet, dass Gott selbst dann aber zum Menschen wird. Und spannenderweise geht es ja genau darum. Ja. Und dann könnte man fast sagen, ist das ja recht konsequent, was er macht, dass er nicht nur die Ebenbildlichkeit nicht als physische Ebenbildlichkeit betrachtet, sondern auch die Menschwerdung Gottes oder ja die Geburt Gottes als Menschensohn auch dorthin verlegt. Ja, die Frage ist da, also fast nicht nur bei Eckhart, sondern würde ich sagen, bezogen auf die christliche Religion insgesamt, wie eng will man das verstehen? Also mir scheint immer die einzig sinnvolle Interpretation dieser ganzen Ebenbildlichkeitsgeschichte ist das, auf den Geist zu beziehen. Die Frage ist, ist die damit erschöpft, dass halt Gott ein geistiges Wesen ist? Wie auch immer sich das genau darstellt, und der Mensch ist das auch. Oder dass, aber da kommen wir ja dann noch hin, wie das bei Eckhart ist, da sogar so eine Art Identität auf einer bestimmten Ebene besteht. Und da spitzt er das sehr hinzu. Man muss dann natürlich sagen, ja, dafür, dass dann da, das ja glaube ich auch sein Aspekt ist, der als heretisch galt, man aber recht leicht sehen kann, wie da in gewissen, doch unabweisbar, auch in der Bibel schon vorhandenen Stellen, da so Leuten wie Meister Eckhart schon den Fuß in der Tür haben eigentlich. Ja. Genau. Also ich finde, auch wenn man sich da jetzt immer weiter vielleicht gleich mal durch den Text
durcharbeitet, das spannend, also was er gleich zu Anfang ja wirklich sagt, diese Geburt geschieht in der Seele, in genau derselben Weise, wie sie in der Ewigkeit geschieht, wo man ja auch sich erstmal fragen kann, okay, da geschieht offensichtlich eine Geburt in der Ewigkeit. Darüber habe ich gar nicht so viel, also nachgedacht. Das ist bei ihm insgesamt aber ein sehr zentraler Punkt, weswegen ich vielleicht vorhin auch so ein bisschen auf diese Panentheismus und Schöpfungsgeschichte gekommen bin, weil das schon auch in anderen Texten bei ihm so sehr scheint. Die Schöpfung ist so ein permanenter Prozess bei ihm. Die ist so ein, also Gott schafft die Welt permanent. Ja. Und so ein bisschen setzt er das hier mit dieser Geburt gleich. Ja. Da. Also, wie gesagt, also auch auf die Gefahr hin, da sofort sehr weit zu gehen, aber das ist das, wo mir immer gewisse Dinge fast in, die als verschiedene Positionen präsentiert werden, fast mit einer gewissen Zwangsläufigkeit in eins zu fallen scheinen, wenn man die mit einer gewissen Konsequenz denkt. Diese Frage, also in dem Moment, wo ich einen Gott habe, der allgegenwärtig, allwissend und allmächtig ist, stellt sich natürlich die Frage, in welchem bedeutsamen Sinne kann es was geben, was außerhalb Gottes ist und was heißt das dann noch? Weil indem er über alles, was geschieht, allwissend ist, aber es auch jederzeit ändern könnte, ist ja sowas wie so eine permanente Durchdringung gegeben. Ja, also ich glaube trotzdem, dass so in der, oder zumindest wie ich mir das vorstelle, in der dogmatischen Lehrmeinung ist schon irgendeine kategorische Trennung zwischen Gott und seiner Schöpfung gibt. Ja, also in der Tat, das ist jetzt mehr wirklich eine Frage, die ich mir selbst vorlege, inwiefern das Okay, sinnvoll haltbar ist. ist, ja. Okay, ja. Und das auch gar nicht unbedingt als Antwort, dass ich sagen möchte, ich bin mir sicher, dass das unhaltbar ist, aber ich finde, man kommt da schnell hin zu sagen. Und worum es mir aber eigentlich vielmehr als um diesen Ewigkeitsbegriff ging, nochmal zu dem, was du davor meintest, von wegen, inwiefern das dann auch direkt so eine Einsetzung von Gott und Mensch ist. Zumindest interessant in dem Zusammenhang nochmal, dass er sagt, denn es ist nur eine Geburt. Und ja, das ist ja auch so ein bisschen kurios, wenn man dann vielleicht denkt, okay, es gibt irgend so ein mystisches Ereignis, nenne ich es mal, was von dem er hier redet, was die Geburt Gottes in der Seele des Menschen ist. Aber wenn das jetzt so den je einzelnen Menschen geschieht, sind das dann nicht viele Geburten Gottes in den verschiedenen Seelen? Aber das ist ja anscheinend nur eine Geburt. Alles. Und die ist in Ewigkeit. Also das ist ja schon recht. Ja, zumindest dieser, wie, also da merkt man das Meister Eckhart sofort, sofort in einem je eigene Interpretation evoziert oder gebiert mit großer Gewalt. Was ich sagen würde, wofür die Geburt Jesu ja steht, ist so eine einzigartige Begegnung zwischen Gott und Mensch. Und natürlich, auch wenn die sich vielleicht in vielen Einzelereignissen niederschlägt, ist das im Grunde alles die
dieselbe Sache sowie auch vielleicht die Erlösung der Menschen ein Vorgang ist. Okay. Also ich vielleicht. Ich, ja. Ich bin da. Du liest ich ihn erstmal weniger psychedelisch als ich. Ja, so ein bisschen. Ich bin da vielleicht theologisch versöhnlicher. Aber das ist nur, was ich immer wieder sagen kann, dass für mich viele, wie schon ein paar Mal jetzt gesagt, viele theologische, vermeintliche Gegensätze sich für mich oft mehr aus einem Perspektivenproblem ergeben. Ja. Aber ja, gut, aber jedenfalls die Seele, dieser besondere Ort, weil nur Gott da gebärend ist und nach dem Anlass der Predigt nach geht das, was gebiert Gott? Man müsste sagen, den Sohn Gottes, was für einen Vater untypisch eigentlich ist, dass er einen Sohn gebiert. Ja. Genau, also hier heißt es ja noch, dass das in der Seele einfach geschieht, aber es geschieht ja dann auch nochmal in einem bestimmten Teil der Seele, also in diesem Seelengrund. Ja, Meister Eckhart hat ja so eine interessante Art, dann auch die Seele nochmal zu gliedern. Willst du darüber mal ein bisschen was erzählen? Ja, das wird ja dann, also das ist, glaube ich, auch gar nicht mal so so untypisch, die Seele tatsächlich in verschiedene, also was heißt untypisch, für die damalige Lehrmeinung, also der theologischen Scholastik da, dass die Seele sich in bestimmte Bereiche und also auch bestimmte Seelenkräfte, von denen man dann redet, gliedert, worunter man sich vielleicht einmal auch einfach sowas wie das Denkvermögen vorstellen kann und aber auch je nach Region, nach außen hin, die verschiedenen Sinnesorgane oder die Sinneswahrnehmung als solche Kräfte der Seele aufgefasst wurden und ja, sich da so eine ganze Seelenlandschaft kartografieren lässt. Und darum geht es ja dann auch im Weiteren noch so ein bisschen, wo er halt so Fragen der Abgrenzung macht, was es denn mit diesem Seelengrund auf sich hat im Verhältnis jetzt vielleicht zu diesen anderen Teilen der Seele. Und ja, so ein bisschen als dahin kommt er dann über diese zweite Frage, die er auch in dem Text stellt. Wo er sagt, okay, diese Geburt, diese Gottesgeburt geschieht im Grunde der Seele, aber geschieht sie dann, also wie ist das denn, ist das in allen Menschen gleich? Oder ist jetzt, was unterscheidet dann den guten Menschen vom Sünder? Also ist das jetzt auch so, dass Gott im Seelengrund der Sünder geboren wird? Was ja erstmal so ein bisschen kurios schiene, dass sich Gott sozusagen auf diese Weise in den Sündern manifestiert. Und da macht er dann so eine Antwort, die ich auch, also wenn man genau drüber nachdenkt, die ja fast so ein bisschen sophistisch anmutet. Ja, vielleicht
fehlen mir da jetzt gewisse Details. Führ das mal aus. Also ich sag's mal ganz grob, ich habe ihn so ein bisschen so verstanden. Ja, grundsätzlich ist das schon so, aber irgendwie kommt das Licht ja auch von außen herein? Oder ist es fast so was Dialogisches, weil irgendwie gibt es dieses Licht im Seelengrund und Ich verstehe ihn da schon anders. Also mir scheint also ich hab so die Argumentation so interpretiert. Wenn diese Geburt im Seelengrund geschieht, dann bringt die dieses göttliche Licht mit sich. Was auch immer das im Einzelnen sein mag. Und das ist so viel, dass es aus diesem Seelengrund überfließt in auch die äußeren Kräfte der Seele, die eben diese Eigenschaften sind, und dann auch in den ganzen äußeren Menschen. Und er gibt da das Gleichnis vom heiligen Paulus, der dann auch als Heiliger, als er von Gott berührt wurde, eben so von diesem göttlichen Licht überfloss, dass das in seine äußere Person überging. Und dann ist seine Argumentation, ja, aber diese äußeren Seelenkanäle, die sind ja bei den Sündern Verstopft. verstopft. Von Finsternis Genau, verstopft. von Finsternis verstopft. Womit überhaupt nicht gesagt ist, was jetzt in deren Seelengrund passiert. Ja. Also er sagt ja nicht, nein, nein, das kann gar nicht sein, weil die sind so schlecht und mit denen, sondern da kann halt dieses Licht gar nicht überfließen. Okay. Also da laviert er sich auch so ein bisschen um so eine direkte Antwort herum. Ja, und jetzt ist da ist dann halt so ein bisschen die Frage, also, vielleicht hänge ich mich jetzt auch zu sehr an einzelnen Worten auf, aber wodurch ich das noch zusätzlich verwirrend finde, ist, dass er dann irgendwann sagt, also darum spricht Johannes, Zitat aus dem Johannesevangelium, die Finsternisse haben das Licht nicht empfangen, noch begriffen. Sie haben es nicht empfangen. Aber ich dachte bis eben, das ist was, was sich in ihrem Innersten vollzieht. Ja. Empfangen ist ja eigentlich eher, man empfängt was, was von außen kommt. Und dann, also wie der Meister Eckhart, Schuld daran ist, dass die Wege, über die das Licht Eingang finden sollte, belastet und versperrt sind durch Falschheit und Finsternis. Ja. Ja, das ist eine spannende Frage. Also, ja, das, also bei, so, solange es noch Johannes-Zitat ist, hätte ich gesagt, ja gut, da will ich mit der räumlichen Richtung, würde ich mal nicht so genau sein, weil dann nimmt er halt wieder irgendein Zitat, was ihm einfällt und gut in den Kram passt. Aber dann sagt er das ja selbst, nochmal in eigenen Worten. Und dann ja auch daran anschließend, was nochmal so eine ganz eigene Nummer aufmacht, soll Gott eingehen, so muss gleichzeitig das Geschöpf hinaus. Das mit dem, dass das Geschöpf hinaus muss, das ist ja nochmal eine ganz eigene Baustelle, Aber aber trotzdem ist mit das ja dem auch diese Eingehen, Gott geht rein, ein, ja, genau. ja, die Flussrichtung. Ja. Das ist spannend. Insofern ist vielleicht aber da auch so ein gewisses nochmal erhellendes Moment für unsere ganze Diskussion Pantheismus, Nicht-Pantheismus, was ja auch so eine Frage nach dem genauen, im übertragenen Sinne örtlichen Verhältnis zwischen Ja. Gott und Schöpfung einschließlich Mensch ist. Vielleicht ist es, kann man auch sagen, dass das bei Meister Eckhart oder zumindest in dieser ans populare Publikum gerichteten Ja. Predigt jetzt mal zumindest nicht so extrem geklärt ist. Ja. Aber also trotzdem, wenn man den Text ernst nimmt, was wir ja immer nehmen, ist das eine Frage, die man sich stellen muss.
Also hinein könnte ich mir in dem Fall auch als hineingeboren, das ist ja auch noch mal eine relativ verrückte Bewegung, diese Geburt. Ja. Vor allen Dingen, weil das irgendwie wieder impliziert, dass diese Finsternis aber dann ja auch im Seelengrund gewissermaßen am Geburtskanal sitzen muss. Ja. Also das ist überhaupt eine relativ verrückte Geschichte, wenn man sich das mal probiert, so ein bisschen räumlich auszudenken. Allein die ganze Nummer, dass Gott ja in dem Fall sowohl gebärender als auch geborener ist, wo man noch so sagen könnte, ja, Trinität und so, wo man ja dann aber schon relativ zugesichert weiß, dass das was ist, wo Meister Eckhart sagt, nö, nö, ist schon immer alles der gleiche. Und dann ist das ja fast schon so ein göttliches Möbiusband, was sich da selbst hervorbringt. Und dann ist dieses Ganze heraus und herein, wenn man das im Sinne eines sich selbst gebärenden Geborenen denkt, wird es ja nochmal ein Zacken verrückter. Ja, da ist natürlich auch jemand, der in diesem ganzen scholastisch-theologischen Denken um die Trinität geschult ist, muss natürlich auch sagen, dass das ja auch so ein ganzer theologischer Apparat ist, wo selbst Leute, die Ja. jetzt nicht oder deren Lehre nicht als Häresie verurteilt wurden, teilweise recht widerstreitend und verrückte geistesakrobatische Leistungen Ja. vollbracht haben. Ich kann das aber noch ein bisschen verwirrender Ja, sehr vielleicht gern. machen, wenn man sich dazu nämlich mal die Bibelstelle anguckt. Also das ist natürlich die Bibel in Luther-Übersetzung. Also genau Die hatte er genommen. gerade nicht zur Verfügung. Und genau genommen damit auch recht theoretisch auf jeden Fall. Und da wäre jetzt mal wirklich interessant, was da an welcher Übersetzungsschwelle genau passiert ist. Denn, also Meister Eckhart zitiert das Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 5. Die Finsternisse haben das Licht nicht empfangen noch begriffen. So, in dieser im deutschsprachigen Raum, da ja sehr geläufigen Übersetzung heißt das, und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Das ist ja schon noch mal was recht anderes. Ja. Denn hier, also explizit der Satz schon, und das Licht scheint in der Finsternis. Ja. Die Finsternis, beim Eckhart zitiert, die Finsternisse haben das Licht nicht empfangen, noch begriffen. Das heißt, das ist schon fast das Gegenteil eigentlich. Ja. Ich würde es Meister Eckhart durchaus zutrauen, dass er da vielleicht gewusst hat, da steht irgendwas mit Licht und Finsternis. An der Stelle, da machen wir mal was draus, was passt. Aber Das kann auch natürlich. sehr gut sein, dass das durchaus richtig zitiert ist, mit was auch immer ihm da vorlag. Ja. Ja, auf jeden Fall. Die Frage, ob ihn das unter heutigen Umständen den Meistertitel gekostet hätte, was da seine Quellenarbeit angeht. Ja, so der Quellennachweis ist da und das ist ja gerade dann nicht abgeschrieben. Also es ist in Ordnung. Aber ich finde das schon interessant, Ja, diese auf jeden Sachen so Fall, nebeneinander zu ja. legen, weil weil ich Meister Eckhart schon auf jeden Fall als originär christlichen Denker lesen Auf jeden Fall, würde. auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, man kann dann natürlich, ich glaube, man kann gerade bei Meister Eckhart schnell in die Versuchung geraten, ihn da komplett rauszulösen und zu sagen, nein, Meister Eckhart hat komplett seinen eigenen Film gefahren und da nur noch gewisse soziale Bedürfnisse befriedigt. Aber ich glaube, man muss das schon zusammenlesen. Ja, ich
empfinde ihn da immer auch jemanden fast als jemanden, der das Ganze vielleicht sogar noch ernster nimmt als so andere Leute, die mainstreamiger unterwegs sind. Ja. Also, dass er da wirklich jemand ist, der da probiert, alles rauszuholen. So. Und so habe ich ihn immer empfunden. Ja, ich so ideengeschichtlich habe ich fast immer den Eindruck, wenn man das alles so verfolgt, was über so 2000 Jahre oder 1500 Jahre in der christlichen Theologie passiert, dass das auf so eine ganz komische Art in dem Gesamtgewebe immer schon dieser eine lose Faden drin sind und gerade die Leute, die das genau nehmen, fangen an, da dran zu ziehen und sind die oft eine sehr destabilisierende Wirkung haben, vielleicht auch auf eine gewisse Art erneuernd, aber auf jeden Fall lässt sich ja vieles, was Eckhart macht, so in dem Wissen darum, was später passiert, eben mit dem Protestantismus und so weiter, ist vielleicht eine gewisse Rückwärtsinterpretation, aber es hat halt so gewisse protestantische Elemente. Diese persönliche Beziehung zu Gott, die jetzt, wenn man das ernst nimmt, nicht mehr diesen privilegierten Platz hat für so eine kirchliche Institution. Das auf jeden Fall. Also. Und was ja auch schon vor Luther passiert ist, es gab ja auch so Hussiten und andere dem noch vorweggehende christliche Sekten. Ja, also ich glaube, es kommt ja auch irgendwo in dem Text von wegen, wenn mir irgendwie sozusagen die Geburt Gottes was nutzen soll, dann muss die auch in meiner Seele geschehen. Und so. Und an anderen Stellen ja auch bei Eckhart ganz stark irgendwie, also wo man wirklich ihn gegen die Institution Kirche gerichtet lesen kann, so von wegen. Ja, warum brauche ich denn hier das Gebetshaus? Das hat ja nicht Gott gebaut, das haben ja irgendwelche Menschen gebaut. Da kann ich genauso gut, wenn ich Gott wirklich diene, diene ich ihm, wo immer ich bin, auf dem Feld oder im Wald, weil das hat alles Gott gemacht, so. Ja. Da reden wir bestimmt noch drüber, wenn man dann tiefer da reingeht, was das so mit Äußerlichkeit und Innerlichkeit und so weiter. Ja. Na gut, aber dieser ganze Abschnitt darum, okay, irgendwie die Sünder, bei denen gibt es irgendwie diese Verstopfung, weswegen das schon einen Unterschied macht, ob man jetzt der Sünder ist oder nicht. Und und dann kommt diese Sache mit dem, dass wenn Gott eingehen soll, muss das Geschöpf hinaus. Okay. Also das ist ja für mich auch, ich finde, das ist eine extrem wichtige Stelle, obwohl die auch sehr interpretationsbedürftig dann ist. Und da ist auch recht viel Dynamit natürlich drin. Also bei Meister Eckhart gibt es ja sehr stark dieses Element, von ihm ja auch dann offenbar erfunden, so der Abgeschiedenheit. Und der macht ja auch die Weltabgewandtheit sehr stark. Das Naja. scheint ja auch erstmal sehr passend. Das ist sehr, sehr monastisch gedacht. Und auch was im Christentum ja immer wieder vorkommt, dass die Welt gedacht wird als so ein gefallener Raum voller Verführungen und Ablenkungen. Und Meister Eckhart spitzt das vielleicht noch mal auf so ein persönliches Erleben zu. Legt einem hier fast sowas
was sich als Erfahrung niederschlagen könnte, vielleicht in einem versunkenen Gebet oder in einer Meditation oder solchen Herangehensweisen. Also man muss sich von dieser äußeren Erfahrungswelt irgendwie abschneiden und dann ist Gott das, was hinzutritt. Da muss man vielleicht dann auch mal wirklich gelassen sein. Das ist dann letztlich das, was wo dieser Begriff bei ihm ja auch herkommt. Also er nicht das gelassen, man hat irgendwas gelassen, das ist ja sprachlich gegeben, also man lässt halt Sachen sein. Und er sagt dann sowas wie, das ist aber nicht genug, Dinge gelassen zu haben, sondern man muss selbst gelassen werden, also das muss ein gelassen sein werden. Also dass dieses Sein lassen von Dingen ins eigene Sein übergeht. Und daher kommt daraus macht er dieses sprachliche Konstrukt des gelassen Seins. Also es reicht nicht einfach, die Dinge gelassen zu haben, sondern man muss selbst gelassen sein. Was uns heute sprachlich so geläufig ist, dass einem das vielleicht gar nicht mehr als ein verrückter Purzelbaum vorkommt, den er da schlägt. Aber er meint damit tatsächlich, dass dieser Gestus des Seinlassens ins eigene oder des Loslassens ins eigene Sein übergehen muss. Und ja, ich denke, das hast du eigentlich, zumindest so, wie ich ihn auch verstehe, recht gut umrissen. Also dass das Geschöpf oder wie es im Original ja heißt, die Kreatur hinaus muss, damit meint er sowas wie, darum geht es ja dann auch gleich noch, irgendwie die äußeren Dinge der Welt, die auf einen eindringen, die sollen halt draußen bleiben. Oder wo die sind, da ist halt nicht der Platz für Gott gegeben. Und damit, also gibt es ja hier zumindest, also ich will da gar nicht so antagonistisch immer wieder drauf zurückgehen, aber gibt es ja hier auch so einen Unterschied zwischen Gott und dem, was er geschaffen hat, Ja, auf jeden Fall. dem Kreatürlichen. Und das ist auf jeden Fall auch sowas, wo ich sagen würde, wenn man da, selbst wenn man da dann stark irgendwie diesen Pantheismus oder Panentheismus bei ihm suchen will, das ist ja trotzdem ein sehr zentraler Punkt bei ihm. Diese Gelassenheit und diese Abgeschiedenheit, die sich ja dann aber auf die Welt bezieht, also dass da auf jeden Fall eine Differenz gesetzt ist. Und da kommen wir sicher auch gleich noch drauf, nach einem Punkt, den ich ganz gern ansprechen würde. Aber da gibt es, würde ich sagen, nochmal einen Twist, wo ich dann verorten würde, wo diese Differenz herkommt. Die ist nämlich nicht zwingend ontologisch, würde ich sagen. Aber eine Stelle, die ich irgendwie ganz nett fand und über die man vielleicht ja auch mal kurz reden kann, ist die dann da auch direkt kommt, nachdem das die Kreatur hinaus muss. Dieses Licht kann der Mensch wohl wahrnehmen. Wenn er sich zu Gott kehrt, schimmert und glänzt in ihm sogleich ein Licht und gibt ihm zu erkennen, was er tun und was er lassen soll, und viele gute Hinweise, von denen er zuvor nichts wusste und die er nicht verstand. Also das ist ja noch nicht diese Gottesgeburt in der Seele, sondern das scheint ja erstmal so eine leichtere Version davon zu sein, dass einem allein in der Hinwendung zu Gott so Richtung gewiesen werden kann. Ja, soweit ich weiß, gibt es ja bei Meister Eckhart auch verschiedene Stufen der Gotterkenntnis oder auf dem Weg zur Gotterkenntnis. Vielleicht könnte man sagen, das ist sowas, wo sich noch mehr gewisse äußere Seelenkräfte darauf hinwenden, so eine vorläufige Erkenntnis. Ja.
Ist auf jeden Fall aber auch eine, was man dem Text und sogar in der ins neuere Deutsch übersetzten Fassung ja auf jeden Fall zugestehen kann, das ist auch eigentlich eine sprachlich schöne Stelle. Ja, genau, also das für die Sache, die ich eben schon so ein bisschen angeteasert hatte und auf die ich dann auch gerne nochmal hinaus wollen würde, finde ich aber ein wichtiger Punkt, dass das durchaus nicht so ist, dass solange man so ein Mensch in der Welt ist, der das noch nicht geschafft hat, sich in die komplette Abgeschiedenheit zu begeben, wo auch nochmal der Punkt ist, ob das überhaupt möglich ist, auch nach seinem Konzept, dass da trotzdem Gott auf gewisse Weisen sich immer schon so im Kleinen offenbaren kann und offensichtlich auch zu sich selbst hindeutet und Er interveniert öfter mal scheinbar, ja. wenn man so möchte. Also sieh und gib acht, dein Herz wird oft berührt und von der Welt abgekehrt. Wie könnte das geschehen, wenn nicht durch Erleuchtung? Das ist so zart und angenehm, dass dich alles verdrießt, was nicht Gott oder göttlich ist. Es reizt dich zu Gott und du nimmst viele gute Anregungen wahr und du weißt nicht, woher sie dir kommen. Also ja, das. Vielleicht so ein bisschen so zu interpretieren, ja fast schon, dass man so manchmal in Anführungszeichen aus Versehen ein bisschen gelassener ist und dann kann Gott sich einem schon so aufblitzend zeigen und einen da weiter hinführen. Ja, vielleicht auch, um nochmal, also vielleicht stellt das auch so ein bisschen diese Einzigartigkeit dieser ganzen Beziehung zu Gott heraus. Gott führt halt schon spezifisch diese Dinge herbei. Das sind nicht irgendwelche kontingenten Einzel Erscheinungen, die dich in diesen Zustand bringen. Ich finde ja irgendwie auch so ganz interessant, dieses, dass einen dann alles verdrießt, was nicht Gott oder göttlich ist. Also, natürlich meint er das jetzt nicht so, aber ich finde, das ist ja fast was. Also, wenn ich so darüber nachdenke, dass ein alles verdrießt, was nicht Gott oder göttlich ist, das klingt ja auch fast wie so ein milder Fall von Depression eigentlich. Oder also ich kann da zumindest auch an sehr negative Gefühle denken, dass man so, bin jetzt irgendwie einkaufen gegangen, im Supermarkt lief scheußliche Musik, die Leute waren alle schrecklich in ihren Pastelljacken und was ist denn das hier alles? Wo man natürlich dann auch da wieder darauf zurückkommen kann, dass ja durchaus die Melancholie, das sehr mönchische Gefühl ist, also dass ja die Schwermut und so weiter ja durchaus klösterlichen Leben sicher sowas war, was eine gewisse Präsenz hatte. Ja, und auch ja, ein, finde ich, sehr interessantes menschliches Vermögen. Also die Melancholie ist ja so ein sehr komplexes Gefühl, weil das fast so eine Art der Traurigkeit ist, die ihre eigene Schönheit aufzeigt in einem gewissen Sinne.
Und ja, dann insistiert er nochmal, diese innere Neigung kommt in keiner Weise von irgendeinem Geschöpf noch von dessen Anreizen. Denn was das Geschöpf aufzeigt oder bewirkt, das kommt alles von außen herzu. Aber der Seelengrund wird nur von diesem Werk der Geburt berührt. Je mehr du dich ledig hältst, desto mehr Licht, Wahrheit und Unterscheidung wirst du finden. Das ist schon wieder sowas, was für mich sehr mönchisch irgendwie klingt. Ja. Und das zeigt auch nochmal, finde ich, ganz schön, dass das so eine graduelle Geschichte ist. Hier kann man eigentlich fast nur noch sehr viele hintereinander zitieren, weil da sehr Ja, viele ja. gute Dinge passieren. Und darum ist nie ein Mensch durch irgendwelche Dinge in die Irre gegangen, sondern nur darum, weil er dieses, also das Geschehen der Geburt, zuerst verfehlt hat und sich dann zu viel mit Äußerem behelfen wollte. Darum sagt der heilige Augustinus, viele haben Licht und Wahrheit gesucht, aber nur außen, wo sie nicht sind. Das ist ja natürlich noch mal so eine Steilvorlage für das, was wir auch häufiger hier schon herausgearbeitet hatten. So ein bisschen dieses Phänomen, des Verständigen unterscheiden wollens der Außenwelt und des Kategorisierens, was aber ja so ein reines nach außen wenden ist und deswegen vielleicht nie so eine Wahrheit in einem umfänglicheren Sinne erkennen kann. Ja, das ist irgendwie genau das, nicht wahr? Dass man sich an diese äußeren Zusammenhänge verausgaben kann und das Innere darüber irgendwie gar nicht mehr wahrnimmt. Darum geraten sie zum Schluss so weit hinaus, dass sie niemals wieder heim und ins Innere finden. Ja, das ist ein totales sich an die Welt verlieren irgendwie. Ja. Da habe ich, da gibt es bestimmt auch verschiedene Lesarten, aber das geht mir bei Meister Eckhart fast so. Das geht mir fast so ein wenig zu weit für den persönlichen Geschmack, zumindest wie es in dieser Predigt ist, weil mir das schon eine sehr radikale Form der Weltabgewandtheit nahelegen würde. Natürlich für einen Dominikanermönch nicht unüblich, aber wie gesagt, wir nehmen die hier besprochenen Texte ja immer sehr ernst, weshalb man da gar keine Abstriche machen kann an Ja. der Stelle. Und wenn ich Meister Eckhart da mal ein bisschen als den, vielleicht auch den Strohmann eines Ordensbruders, mir vorlege, sehe ich da so ein bisschen das Problem, ob er nicht ein gewisses mögliches, gesundes Engagement mit und in der Welt opfert dieser potenziell in der Tat sehr großen Gefahr eines sich Verlierens an äußere Zusammenhänge. Ich, ja, das ging mir bei diesen Passagen, und die gibt es ja öfter mal, auch so. Aber ich finde, das wird alles wieder eingeholt,
beziehungsweise aufgehoben, in dem. Eher aufgehoben. Ja, ja, aufgehoben natürlich. In dem, was dann später nochmal so für mich fast als die große Wende in diesem Text passiert. Also klar, in der Tat erstmal könnte man denken, okay, sollen wir jetzt alle in unsere Kammern uns vor die kargen Wände knien. Die Raufasertapete anstarren. Ja, genau. Und Gott eingehen lassen. So könnte man das ja erstmal verstehen. Ja, also gewisse erlösende Elemente sind da ja sogar schon vorher angelegt in diesem, ich glaube, da geht es um, genau, das ist die Paulusstelle, dass dieses innere Licht ja natürlich hinausstrahlt. Das sind die Leute, die uns dann auch als Heilige begegnen. Aber wenn man diese Passagen liest, dann kann es schon sehr, sehr drastisch wirken. Und also um damit mal selbst umzugehen, scheint es mir bei diesen Gefahren immer um so ein Missverhältnis in der Güterordnung zu gehen. Ja. Also dass dieses sich Verlieren an äußere Güter dann droht, wenn man nicht mehr erkennt, wo die in so einer im Gesamten aufs Gute gerichteten Güterordnung stehen. Okay. Ja. Das finde ich so erstmal natürlich komplett legitim. Und man kann sicher den gleichen oder artverwandte Gedanken so damit verheiraten. Trotzdem würde ich vielleicht sogar, aber also wie du schon meintest, Meister Eckhart bietet sich auch dafür an, dass man da so seine Lesarten drauf projiziert. Trotzdem würde ich sagen, man kann ohne so eine komplette totale Weltabgewandtheit zu predigen, auch erstmal hier noch weiter mit ihm mitgehen. Weil, ja, ich habe da jetzt sehr meinen eigenen, ja, ja. Keine Ahnung, Neuplatonismus-Filter mal draufgelegt. Aber ja. Da lässt sich auch viel anderes draus machen. Ja. Und also mir scheint fast so, also es gibt ja dann immer diese Zwischenfragen, die von ihm kommen, fast um nochmal Platon zu nennen, fast in seinem ganz klassisch dialektischen Sinne, dass da so ein fragender Gegenpart imaginiert wird in dieser Predigt, der dann immer irgendwie sagt, ja, aber wie ist das denn jetzt damit so? Das macht er auch recht gut. Also da hat er ein, zweimal genau die Sachen getroffen, die ich mich gefragt habe. und ich finde auch genau an dieser Stelle wieder, also da geht es ja dann sehr darum, ja, das Äußere, das ist alles nicht so geil und deswegen lieber in die Innerlichkeit und so weiter. Und dann sagt er ja, und wie ist das denn mit den Seelenkräften, also mit dem anderen? Was kann denn ihr Dienst beitragen, wenn sie sich dazu müßigen und bequemen? Wozu ist das nötig, wenn es doch nicht in den Seelenkräften geschieht? Also, was soll man denn da jetzt bitteschön machen, wenn das alles eigentlich mehr so eine Abwendung sein soll? Naja, und dann ist irgendwie seine Antwort, dass jedes Geschöpf wirkt seine Tätigkeit auf ein Ziel hin. Okay, er hat da so einen sehr teleologischen Zugang anscheinend. Ja, das fand ich auch. Da hat man sofort gedacht, jetzt kommt aber Aristoteles plötzlich raus. Ja. Und genauso ist es bei Gott. nur ganz anders natürlich. Also nicht ganz anders, aber da gibt es auch wieder, das muss ich fast im Wortlaut sagen, weil es wieder diese verrückte
in sich Verwölbung von Gott. Ebenso beabsichtigt Gott bei all seinem Tun ein seliges Ziel, nämlich sich selbst. Okay? Und dass er die Seele mit allen ihren Kräften zu diesem Ziel bringt, nämlich in sich selbst. Ja. Also nicht nur gebiert Gott sich selbst, sondern er hat sich selbst auch zum Ziel. Und zwar indem er irgendwie die Seele, ja, die mit Seele all ihren Kräften zu diesem Ziel bringt, nämlich in sich selbst. Also Gottes Ziel ist es, durch die Seelenkräfte sich selbst in der Seele zu gebieren. Und das ist das, was ich vorhin schon meinte, also dass Gott schon auch immer probiert von außen über die Seelenkräfte, was ja diese Sinneskräfte sind, die Seele darauf zu bringen, dass sie sich selbst gebiert. Darauf hinrichtet Gott all sein Tun, daraufhin gebiert der Vater seinen Sohn in der Seele, dass alle Kräfte der Seele zu demselben Ziel kommen. Ja, also das Ziel ist, dass diese dass alle Seelenkräfte auf ihn gerichtet sind. Mhm. Und das ist auch, also das ist auch komplett das Ziel seines Handelns, was auch er selbst ist. Mhm. Und ja, dann kommt er hier schon auf was zu sprechen, was danach kurz auch nochmal genauer ausgeführt wird, aber er sagt irgendwie, die Seelenkräfte sind irgendwie versprengt und das Auge sieht halt und das Ohr hört und die Zunge spricht und so weiter. Und deshalb, ja, muss die Seele diese Kräfte heimrufen, um im Innern wirken zu können. Genau, weil das offensichtlich so eine Zersprengung gibt. Und dann gibt es hier dieses kleine Beispiel von einem heidnischen Meister. Wer das jetzt hier im Einzelfall ist, weiß ich nicht. Man möchte meinen, irgendein antiker Grieche. Und das sind sie meist, die heidnischen Meister. Der irgendwie ganz darauf vertieft ist, irgendeine mathematische Berechnung anzustellen. Und dann kommt aus heiterem Himmel ein Soldat vorbei. Und ja, das ist, denke ich, irgendeine leichte Variation auf diese Geschichte. Es ist jetzt peinlich, dass ihm der Name nicht einfällt, aber in Syrakus, dieser griechische Mathematiker, der angeblich auch diese große Linse gebaut hat, feindliche Schiffe zu versenken. Wir schneiden da einfach, einer von uns beiden sagt den Namen nochmal, nachdem wir das gegoogelt haben, und das schneiden wir hier rein. Ja, wir dürfen nur nicht vergessen, das jetzt rauszuschneiden, sonst wird das am Ende sehr peinlich. Mhm. nun, auf jeden Fall, der ist so in seine Berechnung vertieft, dass er einem vorbeikommenden Soldaten nicht Rede und Antwort steht und dann enthauptet wird und auf. Er hat in der Version, die ich kenne, gesagt, störe nicht meine Kreise. Ja, das ist diese Geschichte, okay. Ich denke, das ist diese Geschichte. Ja. Okay. Ja. Aber bitte. Und eben auch so vertieft wie dieser in seine Berechnungen soll man sich in Gott vertiefen. Also das war ja, diese Berechnung war ja so eine äußere Kraft, nicht? Das irgendwie das Denkvermögen oder was auch immer. Und genauso soll man das mit den inneren Kräften machen. Also das ist ja schon so eine Art Konzentrationsübung, die man da dann absolvieren soll. Ja. Nur weil, also wir hatten uns ja gefragt, okay, was soll das denn heißen, dass man irgendwie sich von diesen oder dass die Kreatur hinaus soll oder so. Ich finde, das ist ja fast schon so eine halbe Handlungsanleitung. Ja,
wenn man das alles zusammennimmt, und da passt das ja auch wieder zusammen, dass sich alle Seelenkräfte auf Gott richten sollen, aber sie sollen offenbar auch ins Innere zielen. Da sie ja nur in eine Richtung zielen können, heißt das, dass das irgendwie der gleiche Ort sein muss. Und dann kommt er fast schon auf die Frage, die du gestellt hast, finde ich. So ein bisschen, also zumindest war das so ein Punkt, wo ich auch beim Lesen dachte, das ist jetzt ja genau die Frage, die ich mir gestellt habe. Und da würde er in der Tat ja ein Stück weit in eine andere Richtung gehen, und zwar eigentlich mit einem recht pragmatischen Argument in meinen Augen, weil er sagt, dass man nur so und so viel Aufmerksamkeit hat. Also genau, die Frage ist ja die, wie ist das denn? Warum können dann nicht die anderen Seelenkräfte weiterhin so ihrer Aufgabe nachgehen, wenn Gott da eh nur im Seelengrund geboren wird? Und dann, warum soll man sich dann da irgendwie von der Welt abschneiden? Und da sagt er halt, ja, also Gott kann das, also der schaut alles auf einmal und sich selbst und so weiter, da ist das gar kein Problem. Was ja auch irgendwie so ein bisschen verrückt ist, weil hat Gott dann auch diese äußeren Seelenkräfte, mit denen er das so. Da ich mir die, also das ist es ja bei ihm nicht nur, aber da ich mir die immer so ein bisschen wie Sinne vorstelle, Ja. wahrscheinlich nicht, weil Nö. also Bei ihm fällt gewissermaßen das. ja, gewissermaßen nein, Bei er ihm hat halt fällt so das alles einen, in eins so. ja, er weiß alles, er hat die. Ja. Genau, und er sagt, also hier heißt es so dann auch, also er, Gott, braucht sich nicht von einem auf das andere zu kehren, wie wir es müssen. Also unser größtes Problem ist, dass wir so einen Aufmerksamkeitsfokus haben und der kann halt nur einen bestimmten Bereich abdecken. Und wenn wir irgendwie auf irgendeinen äußeren Sinn konzentriert sind, sind wir eben nicht aufs Innere konzentriert und dann. Ja. Also das, nur um das klarzustellen, man möchte auch keine Unwahrheiten über Meister Eckhart in die Welt setzen. Das, was ich vorher aufgemacht habe, war fast eher so als Gegenthese schon zu dem, was Meister Eckhart macht. Also das ist mehr sowas, was ich dem entgegenstellen würde, zu sagen, es gibt vermutlich eine vernünftige Art in der Welt zu handeln, und ich würde also sein Argument ist natürlich an der Stelle auch wieder extrem gut, weil man kann natürlich nicht Aktivität B und C nachgehen und A mit unverminderten Kräften nachgehen. Ich denke dabei, also wenn ich so ein spätmittelalterlicher Theologe wäre, würde ich da in so eine Richtung denken von, gut, diese in Anführungszeichen Außenwelt, wie Meister Eckhart die mir darlegt, die irgendwie so doch vollständig vernünftig durch Gott geordnet ist und aus vernünftigen Geschöpfen besteht, muss ja vielleicht in diesem Gesamtschöpfungsprozess zu irgendwas da sein, wenn es die in dem gleichen erzählerischen Universum gibt wie den allgütigen, allmächtigen Ja, also warum Gott. soll Gott die Welt schaffen Ja. und sich nicht Ja. in Selbstschau genüge sein oder so? In der Tat, und das vielleicht aber verknüpft nochmal mit einer dann zweifelsohne schon so jenseitig von Eckhart bestehenden Überlegungen, dass natürlich uns die äußere Welt ja auf irgendeine Art auch immer nur geistig begegnet und in dem Sinne vielleicht zur Wohlordnung, korrekten Ordnung der Seele auch gehört, sich in dem, was einen vermeintlich nur umgibt, vernünftig zu verhalten und moralisch. Ja, in der Tat.
gibt auf jeden Fall irgendwie schon die Frage dessen, wie so das Außen und das Innen zusammenspielen sollte. Und ich glaube, was so ein wichtiger Punkt zumindest für mich beim Eckart-Verständnis immer sein sollte oder ist, ich war direkt mal als Imperativ. Manchmal fällt ja auch beides in eins. Ja. jedenfalls, dass da vieles recht, also dass das dynamisch gedacht werden sollte und dass das alles sehr prozesshaft ist. Allein diese Gottesgeburtsnummer und so weiter und so fort. Und deswegen hier auch die Form des Textes als so eine klassisch-dialektische, genau die richtige ist, wie ich meine, in dem nämlich immer nicht einfach irgendein Leersatz behauptet wird und dann der nächste Leersatz, sondern dass der Leersatz, der behauptet wird, offensichtlich ein Problem aufmacht und dann dieses Problem benannt wird und dann bearbeitet und aus der Bearbeitung des Problems ergibt sich die nächste Frage und so weiter. Also das ist ja durchaus eine dynamische Textform, die uns hier vorgelegt wird. Und auch dieses ganze Projekt, was er hier aufzieht, also dass man da auch immer weitergehen muss, also dass diese Welt, dieser Rückzug ins Innerliche jetzt nicht der Endpunkt ist, wo er hin will. Also dass das ja erstmal so eine Bewegung von außen nach innen gibt und man dann aber nicht sagen kann, aha, man soll sich also da einmal komplett ein für alle Mal von der Welt abwenden. Aber also klingt das hier nicht schon so wie also der erwünschte und auch durch Gott erwünschte Endzustand? Als Gottes Ziel? Wenn man da jetzt stehen bleiben würde, würde ich sagen, ja, da könnte man das erstmal sagen, aber dann kommt ja genau die nächste Frage um die Ecke. Weil er das ja, und das ist auch irgendwie interessant, weil, das ist vielleicht nochmal ganz gut auch problematisiert, was überhaupt dieser Seelengrund sein soll. Also diese anderen Seelenkräfte, die sind ja irgendwie relativ gut erfassbar. Sowas wie irgendwie der Sehsinn, der Gehörsinn, der Geruchssinn oder auch sowas wie die Vernunft, die dann irgendwas begreift. Also die sind immer schon so ein bisschen durch die Form ihres Inhalts gegeben. Und dieser Seelengrund aber ja gerade nicht. Der ist so eine Art leerer Raum, der halt auch irgendwie leer sein muss, damit diese Gottesgeburt darin stattfinden kann. Und deswegen, oder so zumindest meine Lesart, benennt er das hier auch als sein Unwissen, an das man kommen muss. Also weil alle anderen Seelenkräfte ja immer sowas von Rezeption haben. Also ich sehe was und dann offenbart sich mir halt irgendwie die optische Welt. Ich höre was und dann habe ich halt ein akustisches Wissen im weitesten Sinne. Und aber da im Allerinnersten, da dringt halt nichts von außen herein und da ist auch dieses Denkvermögen gar nicht angesiedelt, sondern da ist halt so ein dieses Unwissen, wie er es nennt. Und das ist ja das, wo einem dann vielleicht spätestens aufstößt, wie gut das dann wohl sein kann.
Wenn der Mensch ein inneres Werk tun soll, muss er alle seine Kräfte zusammenziehen, gerade wie in einen Winkel seiner Seele und sich von allen Bildern und Formen verbergen. Hier muss er in ein Vergessen und Nichtwissen kommen. Und dann, genau, macht er, das war wahrscheinlich der Moment, wo er mit seiner Frage meine am meisten bedient hat. Seine nächste Frage ist, ihr könntet sagen, Herr, ihr setzt all unser Heil in ein Unwissen, das klingt wie ein Mangel. Gott hat den Menschen geschaffen, damit er weiß, wie der Prophet sagt, Herr, mach sie wissend. So. Genau, dann kommt jetzt die Stelle, Ja. auf die ich natürlich schon die ganze Zeit so ein bisschen hinaus verwiesen habe, dass das halt nicht dabei stehen bleibt. Also er sagt dann, das ist wahr, sofern er im Unwissen bleibt. Aber man wird hier in ein überformtes Wissen kommen. Auch soll dieses Unwissen nicht aus Unwissen hervorgehen, sondern man soll aus Wissen in Unwissen kommen. Dann werden wir mit dem göttlichen Wissen wissend und dann wird unser Unwissen mit dem übernatürlichen Wissen geadelt und geziert. Also so eine ziemlich dialektische Bewegung vom erstmal könnte man vielleicht sagen, natürlichen Unwissen, dann in irgendein weltliches Wissen hinein, dann wieder in dieses abgeschiedene Unwissen und daraus heraus dann in dieses göttliche Wissen hinein. Es passt ja auch zu seiner altbekannten Bewegung hin zum je wissendsten unter den Mitbürgern, hin zu dem, der zumindest einsieht, dass er nichts weiß. Jetzt ist das natürlich so, dass die Leute ja unser Programm hören, um mal klare Antworten zu bekommen. Also was heißt das denn jetzt? Soll ich mich jetzt komplett von der Welt abwenden oder nicht? Das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich sagen würde, ich weiß ja nicht, ich bin ja jetzt kein mittelalterlicher Mönch und keine Ahnung, inwiefern mir da auf anderen Wegen noch mehr mitgeteilt wird, als in, also ganz sicher in anderen Unterweisungsformen. Aber was mir immer so ein bisschen fehlt in diesen Predigten, ist eine konkrete Handlungsanweisung. Und die hatte ich ja schon mal so ein bisschen angedeutet. Kann man sich da manchmal vielleicht so raus interpretieren? Ja. Aber letzten Endes, was konkret das heißen soll, bleibt ja doch immer ein bisschen dunkel. Also, Ja, auf jeden Fall würde ich aber sagen, dass also auf jeden Fall gut, dass du nochmal auf die Stelle hingewiesen hast, denn ich kann mir das so in der Tat etwas mehr als so ein Wechselspiel vorstellen im Sinne von. Also ich kann das auf eine mir genehmere Art plötzlich lesen, indem ich sage, es ist schon vielleicht ein Handeln in der Welt erwünscht, aber das zumindest durch so eine Art der Introspektion begleitet sein muss. Genauso würde ich ihn nämlich auch verstehen. Und deswegen hatte ich das vorhin auch so stark gemacht, dass das durchaus
eine graduelle Geschichte ist und nicht sowas wie, ich muss mich einmal komplett abscheiden bis zum geht nicht mehr, damit sich Gott mir da gebieren kann, sondern es kann schon immer, also Gott hat ja spannenderweise von sich aus diesen Telos, mich zu sich zu bringen. Und je mehr gelassen ich bin, desto mehr hat Gott die Möglichkeit, darin einzugehen. Deswegen kommt dann auch noch mal dieser Endteil, dass man Gott leidet, was ja so ein bisschen seltsam klingt für uns, aber also er meint das in so einem Sinne von, dass die Art und Weise, zu Gott zu kommen, ist eine passive. Also ich kann da, das, was ich tun kann, ist mich lassen und dann hat Gott halt die Möglichkeit, in mich hineinzuwirken, weil das sowieso das ist, was er will. Ist auch schon wieder so ein sehr seltsames präprotestantisches Ding, aber ja. Und je mehr Gott dann halt eben in mir geboren werden kann, was übrigens die ewige und immer gleiche Geburt ist, wie wir am Anfang gelernt haben. So, das ist so ein Dauer, deswegen sage ich ja, dass das irgendwie für mich nur aus seiner harten Prozesshaftigkeit verständlich ist. Also das geschieht irgendwie dauerhaft. Und je mehr ich mich lasse und auch meine Aufmerksamkeit vielleicht mal von den äußeren Dingen abziehe, desto mehr kann das in mir geschehen. Und wenn das dann in mir geschieht, kann das, wie wir ja gelernt haben, aus dieser Innerlichkeit wieder zurückfließen und dieses innere Licht in die äußeren Kräfte auch hineinfließen. Und dann ist das dieses überformte Wissen. Und dann kann ich auch in einer besseren Art und Weise in der Welt sein und handeln. Also das hat so eine sehr wellenförmige Bewegung vielleicht, wo man sich zurücknimmt, damit Gott in einen eingehen kann und dann geht das, kann Gott in einem überfließen und dann kann man das wiederum in die Welt hinausbringen. Ja, das finde ich sehr vernünftig. Dann diskutiert er noch kurz, warum das Hören besser ist als das Sehen. Ja, das ist natürlich so ein spezifisch aus der Zeit und der ganzen Philosophie der Sinne herrührendes Kuriosum, dass man ja, dass so eine gängige Lehrmeinung da ja durchaus war, dass das Sehen so funktioniert, dass sich dünne Häutchen vom Auge ablösen, tatsächlich in die Welt hinausfliegen, auf die Sachen drauflegen, wie so ein dünner Film Knete oder was, und dann in der Form der Dinge wieder zurück zum Auge kehren, sodass die Form der Welt über das, also das Auge sendet sozusagen diese Strahlen aus, die dann in einen zurückreflektieren, weswegen das Sehen als so ein aktives in die Welt greifen verstanden wurde und das Hören tatsächlich so, wie man es heute auch im klassisch-akustischen, physikalischen Sinne deuten würde, dass da halt die Außenwelt in einen eindringt. Aber ja, das ist vielleicht noch mal so. Ja, aber das ist ja, finde ich, auch so rein von der je eigenen Wahrnehmung her gar nicht so unvernünftig. Auch immer Leben, das Sehen hat ja schon so einen aktiveren Ja, Gestus. auf jeden Fall. Vielleicht auch nur, wenn man die Augen verschließen kann. Also sicher unter anderem, vielleicht auch, weil man gewissermaßen Sehweiten einstellen Ja, kann, so ein weil man wenig. fokussieren kann, Ja. denke ich auch, ja. Ja, das ist natürlich noch mal so, ja. Ja, vielleicht sogar an der Stelle noch mal was, was man auch so ein bisschen als das, wenn man dann sowas darin suchen möchte, sowas eher Handlungsanweisendes sehen kann, von wegen, okay, man kann jetzt vielleicht mal die Augen schließen oder probieren, nichts aktiv zu fokussieren und dann mal schauen, wie das ist, wenn man hört, dann widerfährt einem das Hören ja auch mehr oder weniger. Da muss man nichts dazu tun.
Ne, also diese Stelle mit dem Sehen und dem Hören, die ist ja so eingebettet in dem, wo es ihm dann darum geht, dass man Gott erleiden soll. Und dass man vielleicht auf, dass das eher einen in so einen Modus der Gelassenheit bringt, wenn man denn so will, aber das ist natürlich Ja. recht hineingelegt jetzt. Ja, und dann gibt es nochmal so ein ganz interessantes Schlüssel-Schloss-Verhältnis zwischen Gott und Mensch, würde ich fast sagen. Denn Gott ist in seinem Wirken und damit Geben maßlos und der Mensch im Empfangen und Erleiden. Und darin ergänzen sie sich gewissermaßen. Das stimmt. Also, er redet ja auch in dem Das ist, Fall. finde ich, fast nochmal eine. Fast noch mal eine neue Überlegung. Das ist ja auch die Stelle, wo er sagt, dass die Seele abgründig ist. Also, weil da sozusagen ins Bodenlose Gott hinein gegossen werden kann. Ja, es ist auf jeden Fall irgendwie so ein ganz spannendes Bild. Was ja auch so, also wenn man es dann mal weiterspinnt, also wenn man Gott als so unendlich denkt, dann ist der in einem positiven Sinne unendlich, wie die Seele vielleicht in seinem negativen Sinne unendlich ist, dass da Gottes ganze Unendlichkeit in die Unendlichkeit der Seele hineinpasst. Spitzt er das bis auf den Punkt der Unendlichkeit hinzu? Nee, Ich das habe war jetzt jetzt nur. so, das war von mir so ein bisschen weitergedacht. Da ist ja auch so ein Element von Dankbarkeit drin, Ja, auf was sich jeden mit dem Geben und Nehmen verbinden würde. Fall. Ja, das ist auf jeden Fall vielleicht auch noch mal mehr so. Also so wurde Meister Eckhart ja auch vorgeworfen, dass so eine seiner heretischen oder heresieverdächtigen Thesen ist, dass wenn der Mensch sich recht empfangend verhält, Gott gar nicht anders kann, als sich zu geben. Was ja so ein bisschen diese ganze Idee der göttlichen Gnade und so unterwandert. Also dass der Mensch quasi, also es wurde ihm mehr oder weniger vorgeworfen, dass der Mensch Gott zwingen kann, sich zu Ja. geben. Aber hier hat es ja schon noch mal sowas von Gnade und dass sich Gott einem schenkt und so weiter. Ja, und dass es gewissermaßen auch unverdient ist. Ja, genau Vielleicht das. beides, je nachdem, von welcher Seite man es liest. Und das macht es schon wieder ein bisschen auf eine spannende Art paradox. Das war auch der Punkt, weswegen ich vorhin meinte, dass er sich da fast schon um eine Antwort rumlaviert, wenn es um die Sünder geht. Also, weil da sagt er ja gar nicht so was wie: Nein, nein, das ist unmöglich, irgendwie, dass Gott was mit den Sündern zu tun haben will, sondern ja, da kann das Licht dann gar nicht richtig durch die Kanäle fließen. Ist ja schon so ein bisschen mehr wie so eine technische, sowas wie: Ja, da ist ihre Leitung gar nicht breit genug. Ja, Klingt. können Gott XL nicht nutzen. Ja, genau so irgendwie. Und das ja aber, also was du ja im Grunde bei Meister Eckhart tun musst, um Gott gefällig zu sein, ist möglichst wenig tun. Also das
ist ja durchaus auch eine Lesart, die eben so manchmal übergeholfen wurde, aber jetzt finde ich auch gar nicht mal so von ungefähr. Dieses, das, naja, brauchst jetzt nicht irgendwie die Kniebeugen und die Selbstgeißelung vornehmen und so weiter. Das ist Gott alles mal herzlich egal, muss gelassen sein. Also so überspitzt würde ich ihn auch nicht lesen. Ja. Aber es ist ja schon irgendwie, wie du meintest, durchaus so eine. Also Gott will zu dir. Das, was das größtenteils verhindert, dass Mensch und Gott zusammenkommen, ist, dass der Mensch immer von irgendwas abgelenkt ist. Ja, es gibt da vielleicht eine ganz seltsame Art, das wieder mit dieser Hierarchie der Seelenkräfte zusammenzubringen und dem, was du meintest, dass man diese Geschichte prozesshaft betrachten muss. Dass es vielleicht erstmal sehr viel Disziplin und sowas wie ein äußeres Regiment braucht, um Ja. so gelassen zu sein. Genau, deswegen ist das auch kein. Also, es würde ich auch wieder sagen, auch soll dieses Unwissen nicht aus Unwissen hervorgehen, sondern aus Wissen. Also, du kannst nicht so einfach sagen, ja, Meister Eckhart hat ja gesagt, ich soll gelassen sein, deswegen YOLO. Sondern das ist schon. Er sagt dir halt auch, du sollst gelassen Ja, sein. genau. Genau, das ist schon auch nicht das ist auch was anderes, als sich völlig selbstvergessen an die Außenwelt zu überantworten. Ja, weil du dann vielleicht, ja, also ganz offensichtlich nicht gelassen bist, weil du ständig abgelenkt bist. Also, da haben diese Seelenkräfte noch mal so eine ganz, ganz interessante Funktion irgendwie. Die richten sich ständig ungewollterweise auf irgendwelche Einzelheiten der Welt. Ja. Das ist aber gar nicht unbedingt. Also, man muss da jetzt gar nicht reingehen, wie man das zusammenbringen soll mit der ganzen Theodizee-Geschichte und so weiter, wenn Gott doch eigentlich zu einem will, warum Ja. und so weiter, aber Na ja, klar, dass es da überhaupt noch diesen Loop gibt, das ist ja. eh ein Problem. Aber letztlich hast du auch diesen Seelengrund und wenn du das mal schaffst, dass sich dann. Also das ist ja auch irgendwie interessant, dass in diesem Seelengrund, der tut, der ist ja so dieser mystische leere Ort. Und so ein bisschen die Frage, findet die göttliche Geburt da permanent sowieso statt, auch wenn sich deine Seelenkräfte jetzt auf was anderes richten? Und du hast da nur nichts von, weil irgendwie alles sehr zerfasert ist. Oder findet das erst statt, wenn die Seelenkräfte sich dahin auch ausrichten? Ja, aber dafür müsste man diese ganze kryptische Stelle verstehen, wo es um die Finsternis geht. Ja, auch. Ja, klar, also das ist sowieso ja dann vielleicht auch. Macht das gar keinen so großen Unterschied in letzter Instanz. Außer vielleicht für bestimmte theologische Feinheiten dann zum Verhalten Gottes, wenn man das denn interessant finden möchte. Na, da das ja auch mit dieser Konfiguration, dieser ganzen Gnadenfrage zu tun hat, hat das ja durchaus auch eine gewisse verhaltensanweisende Wirkung. Wie Ja, sehr ich schon. mein total kriminelles und unmenschliches Verhalten jetzt noch regulieren muss.
Ja, nee, das ist richtig. Ja. Aber ich finde schon insgesamt so, dass wenn man jetzt erstmal einfach diesen Text, diese Predigt vor sich hat, so wie mir Gott da präsentiert wird, das ist eigentlich schon ein ziemlich freundlicher Gott, oder? Ja, das war ja sogar so ein bisschen das, worauf es eben hinaus lief. Der gibt dir so einen gewissen überschießenden Gnadenvorschuss. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich sagen würde, der ist unbegrenzt, aber der ist vorhanden. Ja. Und der, also Gott will auch nur dein Bestes. Also Im Grunde ja. der, also sein Gang, also was ja auch noch mal eine, diese recht verrückte Stelle ist, mit dass Gott auf sich selbst gerichtet ist, also sein eigenes Telos ist sozusagen, aber auch halt gerade da im Seelengrund geboren zu werden. Das will er. Und dann ist er gleichzeitig auch derjenige, der dir ständig diese Hinweise in die richtige Richtung gibt. Ja. Und man würde irgendwie denken, als so ein allmächtiges Wesen müsste er so eine unbürokratischere Lösung haben, als das zu tun. Ja, gut, da ist man dann natürlich mittendrin in der Das ist die Theodizee-Diskussion. Theodizee von der anderen Seite, Ja. ja. Und Irgendwie ist so ein bisschen mein Meta-Kommentar zur Theodizee-Frage immer, dass ich denke, das scheint mir so eine Frage zu sein. Ja, ich finde die extrem schwer zu beantworten. Ich finde es auch irgendwie wichtig, aber ich weiß immer gar nicht, ob ich das als so an der Stelle zentral betrachten, wie viele Leute das betrachten. Mir scheint das so eine Frage zu sein, wie wenn du die jetzt nicht gut beantworten kannst. Dann ist dein ganzes, dann ist dein, Kannst du nicht so ein theistisches Weltbild haben? ja, das hat schon sehr sowas von, ha, guck mal, wie dumm ihr alle seid, wenn ihr. Ja. 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 Die. Die ist schon sehr häufig gefühlt so das letzte Puzzlestück. Also man hat so das Gefühl, wenn du die beantworten kannst, dann hast du das sehr vollständige theologische Konstrukt gebaut. Ja, das stimmt natürlich, ja. Aber damit würdest du auch sagen, die ist, wenn dann mehr so ein letztes Hindernis als sowas, wenn du sagst, ja, ich habe das bisher nur auf 98%. Ja, genau. Also die ist, würde ich sagen, so der Schlussstein, den du noch einsetzen kannst, wenn das. Und dann, um da mal in die Welt der Metaphern tief einzutauchen, wenn die der Schlussstein ist, dann ist die vielleicht nur relevant, wenn du das Ganze statisch betrachtest. Aber gerade hier würde ich ja sagen, dass die Dynamik das Maßgebende ist und vielleicht sogar, also das ist jetzt natürlich sehr, sehr weit gegriffen, aber dass dieses ständige Geboren werden und sich geben von Gott, gerade als Prozess, das ist, was seine Güte so sehr auszeichnet. Dass das, also das ist dann auch eine natürlich extrem positive Lesart, aber dass diese ganze Schöpfung als sein permanentes und dann auch auf Gott und zu Gott führendes viel besser ist, als wenn das so eine einmal abgeschlossene Geschichte wäre. Ja, finde ich weit hergeholt, aber, aber auf eine ganz gute Art, denn ich habe da so eine, glaube ich, komplementäre, weit hergeholte Okay. Überlegung angestellt, in der ich dachte,
Was so ein seltsam bestimmendes Moment der Wirklichkeit für uns Menschen ist, ist ja die Erzählung, für die wir so ein hochkomplexes, aber irgendwie total intuitives Vorverständnis haben und die uns Dinge beibringen kann, die uns aber auch fasziniert und uns in so eine, fast schon in so eine Mini-Transzendenz hineinführen können, weil wir plötzlich jemand sein können, der wir nicht sind, auf so eine begrenzte Art. Dass das sowas ist, was Gott vielleicht haben will, weil das scheint so einen inhärenten. Vielleicht ist das nur, wenn Gott das denkt. Er will das denken, weil er natürlich auch alles, was irgendwie gut und vollständiges Denken will. Und da das Narrativ aber sowas ist, was per Definition im Vollzug geschieht, muss er das auch vollziehen oder will das vollziehen? Ja, also ich glaube auch, also das ist ja auf jeden Fall sehr artverwandt mit dem, was ich gesagt habe, von daher, als dass sich das im Prozess manifestieren irgendwie schon Teil des Guten ist. Ja, ich habe das mehr vom Handelnden halt ausgedacht und du mehr so vom Güterimplementieren her. Ja, aber also das ist natürlich dann, also einmal aus der menschlichen und einmal aus der göttlichen Perspektive vielleicht. Auf jeden Fall, dass man damit dem vielleicht entgegenwirken könnte, von wegen schon das. Und das Leben ist vielleicht die beste Erzählung, weil die Protagonisten keine Plot-Armor tragen. Ja, gut, wenn man das jetzt sehr stark auf diesen narrativen Charakter unterbrechen will, da kann man dann natürlich auch schnell sagen, dass das vielleicht so ein bisschen zynisch ist, wenn man sich viel Ja. Elend anguckt. So. Ja. Nichtsdestoweniger, vielleicht trotzdem. Ja, da sind wir mittendrin in der Theoretiefrage, aber so wirklich wieder von wegen, das ist schon besser, dass es das alles gibt und sich das abspielt, als würde es das jetzt nicht geben und alles nur so ein totes Nichts sein. Ja. Und also, um nochmal so ein bisschen zurückzubinden auf den Text. Gott ist ja auch so ein sehr tätiger Akteur. Also allein dieser Prozess der dauerhaften Geburt, der ist ja. Da sitzt ja nicht Gott irgendwo rum und schaut sich irgendwas an, sondern der erschafft sich permanent selbst. Und der will sich in jedem Menschen permanent selbst erschaffen. Das ist ja. Ja, das ist eine recht verrückte und für mich hochfaszinierende Denkfigur. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die ja schon an verschiedenen Stellen so reingebracht. Vielleicht nochmal so ein anderer Aspekt von Eckhart, der ja durchaus auch viel als Mystiker begriffen wird. Und ich finde, also und dann häufig genau auch solche Passagen von dem sich selbst gebärenden Gott und so weiter und so fort. Oder auch bestimmte Formulierungen, die auf jeden Fall so der ne negativen Theologie zuzurechnen sind. Wo ich finde, dass wenn ich die probiere, irgendwie gedanklich nachzuvollziehen oder mir davon ein Bild zu machen, allein solche Zustände in mir evozieren, die eine ganz eigene Qualität haben. Also wenn ich mir da so
Probiere, den sich selbst gebärenden Gott in meiner Seele, so wenn ich das mal wirklich Mhm. ernst nehme, Ja. dann ist das so eine komische Bewegung, die ich da in mir wahrnehme. Das finde ich auch immer so eine recht spannende Sache bei ihm. Du meinst, dass er auf solche mächtigen Bilder zurückgreifen kann? Ja, das. Also genau, also Sprachbilder, weil für mich, also hat das weniger was Optisches oder auch nur so vom inneren Sehen, als mehr wirklich so, man hat ja manchmal irgendwie die verrückten Gedanken, die einem so fast den Knoten in den Kopf machen, wenn man probiert, die nachzuvollziehen. Ich finde, er ist recht gut darin, sowas herzustellen auch und dann ja irgendwie mit Gott in Zusammenhang zu bringen. Vielleicht auch noch mal in dem Kontext, dass das vielleicht auch so eine Form der Praxis im weitesten Sinne sein kann, dass man probiert, diese Eckhart-Gedanken nachzuvollziehen und darüber in seinen zumindest andersartigen Seinsmodus der Gedanken hineingerät. Ja, sowas ist ja auch eine interessante Sache. Es gab ja schon im Mittelalter auch als so eine Art der Gebetsübung über einen Psalm zu beten, so eine seltsame Meditationsübung ist, wo du den einfach im Geiste immer weiter abspielst. Und das ja auch so eine total eigentümliche Vertiefung in den bewussten konzeptuellen Gedanken hineinbewegt, wo du den Satz wirklich durchdenkst, bis sich so die Bedeutung davon wieder abzulösen scheint und in was anderes übergeht. Ja, genau, also ich solche Geschichten, dass die ja zumindest auch so eine nicht vollständige, aber doch so ein gutes Stück seiner Bewegung nach innen erstmal ermöglichen. Das ist dann wieder dieser Weg vom Unwissen ins Wissen, ins überwölbte Wissen. Also da ist bestimmt noch was, aber wie immer haben wir das sehr gut geschafft, beim durch den Text gehen schon viel von dem aufzuarbeiten, was ich mir aufgeschrieben hatte. Weil ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich so direkt auch gar nichts mehr unbedingt. So, je nachdem, ob das jetzt nur ins Bonusmaterial kommt, aber ich würde dann zum Abschluss einfach noch einen kurzen Abschnitt mal vorlesen aus dem Roman von Umberto Eco, seiner Zeit dann auch mit Sean Connery sehr schön verfilmt. Unsere Leser werden den wahrscheinlich nach dem italienischen Originaltitel kennen, Il Nome della Rosa. Wie jetzt nur in deutscher Übersetzung. Ich fand diesen Teil immer sehr pessimistisch, ganz am Ende, Okay. irgendwie ein wenig erschreckend. Aber vielleicht bietet Meister Eckhart da auch nochmal neue Perspektiven drauf. Mir bleibt nur zu schweigen. O quam saludere. Quam jucundum et snave et cedere in solitudine et tacere et loquicum Deo. Bald schon werde ich wieder vereint sein mit meinem Ursprung, und ich glaube nicht mehr, dass es der Gott der Herrlichkeit ist, von welchem mir die Äbte meines Ordens erzählten, auch nicht der Gott der Freude, wie einst die minderen Brüder glaubten, vielleicht nicht einmal der Gott der Barmherzigkeit. Gott ist ein lauter Nichts, ihn rührt kein Hier, Nun, noch Nun.
Ich werde rasch vordringen in jene allerweiteste, allerebenste und unermessliche Öde, in welche der wahrhaft fromme Geist so selig vergehrt. Ich werde versinken in der göttlichen Finsternis, in sein Stillschweigen und unaussprechliches Eins werden, und in diesem Versinken wird verloren sein alles gleich und ungleich. In diesem Abgrund wird auch mein Geist sich verlieren und nichts mehr wissen von Gott, noch von sich selbst und von gleich und ungleich, noch von nichts gar nichts. Und ausgelöscht sein werden alle Unterschiede, ich werde eingehen in den einfältigen Grund, in die stille Wüste, in jenes Innerstes, da niemand heimisch ist. Ich werde eintauchen in die Wüste und öde Gottheit, darin ist weder Werk noch Bild.